Ja, hallo, mein Name ist Martin Lachmeier, die EOS R. Ja. Fotovergleich. Fotoabbildungsleistung im Porträtmodus, damit es die EOS R nicht leicht hat. Also damit es auch ein bisschen leichter hat, die EOS M5 im Vergleich, aber auch die 1DX Mark II, meine absolute Lieblingskamera bis jetzt von Canon ever. Und die war schon seit 2 Jahren in Verwendung. Ein bisschen hat mich die R erinnert an meine Kaufentscheidung für die EOS M. Da habe ich, glaube ich, 1,5 Jahre gewartet, nachdem sie heraus war. Man dachte, na, wozu auch? Aber ich habe die eigentlich jetzt sehr viel im Einsatz, immer dabei. Das ist eine kleine, nette Kamera mit Preis-Leistungs-Verhältnis, großartig. Und bei der R war ich auch immer skeptisch, jetzt habe ich sie aber schon 2 Wochen geliehen. Danke an den Händler meines Vertrauens, Christian. Und kann sie noch weiter testen, werde also noch weitere Aufnahmen machen, Landschaften und so weiter. Damit wir gleiche Perspektive, gleiche Ausschnitte zusammenbekommen, nehme ich die 70-200er mit 2,8, weil das kann ich am Stativ befestigen und brauche dann immer nur die jeweilige Kamera wechseln. Natürlich alles mit derselben Einstellung. Mittlerweile verbringe ich das halbe Leben mit Suchen. Jetzt habe ich die Stativplatte wirklich gefunden. Die war auf der XF drauf. Jetzt habe ich das Blitzgerät. Ich tue, wo sie gehört. Also, was zuletzt im Einsatz war. Die Safari-Tasche. Wie sind die Einstellungen? Genau. 125, 2,8 ISO 100. Blitz auf 1/4 der vollen Leistung. Also, ich stelle den Blitz immer manuell ein. Besseres Ergebnis. Machen wir noch eine? Gut, das war die 1DX. Jetzt kommen die 2 anderen Kameras mit denselben Einstellungen und dann schauen wir uns das gleich im Lightroom an. So, ja, wie gesagt, da haben wir jetzt die Aufnahmen gemacht mit der 1DX. Wir verändern nichts an der Position. So, da muss ich natürlich die Brennweite reduzieren, weil wir sind ja im APS-C-Modus. Ich warte jetzt auf 100. Gehen wir jetzt, so weit es geht, zurück auf 70. So, jetzt haben wir die EOS M5 gehabt und jetzt der große Moment, die EOS R runtergehen. Übrigens eine ganz tolle Sache ist, dass der Verschlussvorhang unten ist, wenn die Kamera ausgeschaltet ist und dadurch der Sensor geschützt ist, obwohl der Spiegel davor ist. Und das war immer ein Problem bei meinen Spiegellosen bis jetzt, die schmutzig waren. Okay. Ich werde mich wieder mit der Kamera verbinden, mit der App. Aufnahme gemacht, Lightroom und wir hören uns gleich. So, und jetzt machen wir gleich einen Videotest auch dazu, weil jetzt geht es um höhere ISO. Rauschverhalten, ja. Das ist die 1DX Mark II mit einem 25stel bei Blende 4 diesmal, also Blende 4 geschalten und 3200 ISO. Licht haben wir nur durchs Fenster und das ist eben das Video. Nicht wundern wegen dem Ton, es ist jetzt da auf der Kamera, wo der Sitz 100er drauf ist, ist die jetzt doch fast 1,5 Meter weit weg und da ist das Video Mikro von Rode drauf. Also das dazu. Und jetzt werden wir dann umschalten auf Foto und bei 3200 ISO Foto machen. Weil was wir jetzt gesehen haben im Fotovergleich bei ISO 100 mit einem Blitzlicht, sind wirklich alle drei Kameras jetzt nicht genau gleich auf. Mir kommt das wirklich am schärfsten vor die R beim selben Objektiv, aber das ist marginal und wenn dann bei A4 Hochglanzdruck auf dem Screen, also wenn man das jetzt irgendwo verwendet, online, Unterschied nicht zu bemerken. Ja.
habe hier ein 25. ISO 3200 auf der EOS R, dem 1700 Objektiv, wieder auf 100 mm. Schau noch, ja, Blende 4 mal eingestellt diesmal. 3200, das können wir jetzt auf 6400 erhöhen. Also, ups, können tun wir es, ob es noch so schön ist wie bei 3200, werde ich dann am Computer sehen. Im Fotobereich werden wir das jetzt im Anschluss auch gleich machen, also Aufnahmen mit 3200 ISO und mit 6500 ISO, da allerdings als Belichtungszeit habe ich ein 50stel genommen, auch zuerst schon bei der 1DX Mark II.